Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Athletinnen und Athleten, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Special Olympics waren toll. Ein tolles Erlebnis für alle, die dabei waren, als Athletinnen und Athleten, als Zuschauerinnen, als Volunteers, als Fans. Und wir sollten sie zum Anlass nehmen, in den zuständigen Ausschüssen über den Stand von Inklusion im Sport, zur Funktion von Sport für gesellschaftliche Inklusion zu diskutieren und Vereinbarungen über weitere notwendige Schritte zu treffen. Dass wir jetzt in der aktuellen Stunde die Special Olympics abfeiern, ist jedoch seltsam. Denn es geht der Koalition mit dieser aktuellen Stunde doch gar nicht um eine Auswertung, um weitere Handlungsnotwendigkeiten, um eine politische Einordnung. Es geht ihr darum, sich selbst abzufeiern. Dabei ist das ihr Verdienst ehrlich gesagt am geringsten. Und es geht ihr darum, sich vor unangenehmen Themen zu drücken. Gestern hat die Expertinnenkommission ihren Bericht zu den Möglichkeiten zur Vergesellschaftung großer profitorientierter Immobilienkonzerne vorgelegt. Die Koalition hat nicht den Mumm, über die Schlussfolgerung und den Weg zur Umsetzung des Volksentscheids Deutsche Wohnen und Co. zu diskutieren. Und seit zwei Wochen übt sich die kleine GroKo in verkehrspolitischen Rollback in die 50er Jahre und sie hat nicht den Mut, sich hier darüber auseinanderzusetzen. Das ist schon ein bisschen zum Fremdschämen. Doch zurück zu den Special Olympics. Es waren 9 tolle Tage. Ich habe mir auch einiges angesehen. Ich habe erlebt, wie sich das Stadtbild verändert hat, wie herzlich viele der Athletinnen und Athleten, der Betreuerinnen und Volunteers behandelt wurden, in der S-Bahn, auf der Straße. Anfeindungen habe ich nicht erlebt, das heißt aber nicht, dass es sie nicht gegeben hat, das weiß ich einfach nicht. Die Special Olympics waren eine Werbung für den inklusiven Sport, den gemeinsamen Sport von Menschen mit und ohne Behinderung. Sie haben gezeigt, dass Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu großartigen Leistungen fähig sind, sportlicher Natur und vor allem auch menschlicher Natur. Die Bilder von Esmeralda Encarnacion Dispiau und Sarah Gandura gingen um die Welt. Und ich kann es nachvollziehen. Als ich früher mal Leistungsschwimmen gemacht habe, habe ich auch irgendwann mal vergessen, die Bahnen zu zählen. Also ich kann das total nachvollziehen, dass sowas passiert. Und ich fand es großartig. Ich will mich ganz herzlich bedanken bei allen, die das organisiert haben, die das alles mitgemacht haben. Auch an die Organisatorinnen. Und es sind 2 ehemalige Mitglieder unseres Abgeordnetenhauses hier auch da an führender Stelle. Sie wurden schon begrüßt. Karin Heitsch und Philipp Bertram, vielen Dank. Sicher mehr sportliche Events über die ganze Stadt verteilt wären noch schöner gewesen. Die ganze Stadt noch mehr einzubeziehen wäre auch fein. Das könnte zu den Fragen gehören, die wir in den zuständigen Ausschüssen vertiefen sollten. Die Special Olympics wurden in den 60er Jahren, wir haben es schon gehört, in den USA ins Leben gerufen. Seit 20 Jahren finden sie auch außerhalb der USA statt. Dieses Jahr das erste Mal in Deutschland und die öffentliche Aufmerksamkeit war groß. Live-Übertragungen waren ein Novum für den Sport von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und es ist gut. Jetzt müssen wir das Momentum nutzen, um den inklusiven Breitensport hier in Berlin voranzutreiben. Er kann eine Brücke sein, um Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen zusammenzuführen, die UN-Behindertenkonvention umzusetzen. Sie gilt seit 15 Jahren und verpflichtet die Mitgliedstaaten, Barrieren abzubauen, damit Menschen mit Handicaps gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Es geht nicht um Sonderrechte, sondern um Hindernisabbau. Und dafür haben wir noch einen weiten Weg zu gehen. Das wurde hier auch schon gesagt. Deswegen ist es schlau, jetzt die Special Olympics 2023 als Katalysator zu nutzen. Noch immer gibt es Berührungsängste zu Menschen, gerade mit geistiger Beeinträchtigung. Noch immer gibt es viel zu wenige inklusive Sportanlagen. Noch immer scheitern zu viele Sportbegeisterte an fehlenden Transportmöglichkeiten zu den Sportstätten, weil Begleitdienste und Assistenzdienste zu wenig verfügbar sind. Sport ist richtig dosiert gesund für Menschen mit wie ohne Behinderung. Doch nur ein Drittel der Menschen mit Behinderung und noch weniger Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen treiben regelmäßig Sport, dagegen fast die Hälfte der Menschen ohne Beeinträchtigungen. Diese Lücke müssen wir schließen durch inklusive Angebote und gezielte Förderung des Breitensports, der Vereine und Initiativen, die gemeinsam Sport treiben und bewusst inklusiv gestalten. Inklusiv gestalten heißt, dass die Sportanlagen für mobilitätseingeschränkte Menschen genauso nutzbar sind wie für uneingeschränkte. Dass die Angebote Menschen mit geistiger Behinderung in leichter Sprache unterbreitet werden, um Ausgrenzung von vornherein zu minimieren. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben über die Special Olympics in leichter Sprache informiert. Das ist toll. Warum gibt es diese Angebote nicht auch regelmäßig über Politik, über Gesellschaft, über Umwelt? Inklusiv gestalten heißt, dass Leistungssport nicht mehr nur als höher, schneller, weiter begriffen wird.
Das Motto der Special Olympics hat mich beeindruckt. Ich darf zitieren mit Genehmigung der Präsidentin. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben. Das Land Berlin hat die Special Olympics finanziell sehr gut unterstützt. Es fördert die Special Olympics Berlin und scheint das auch weiter tun zu wollen. Das ist eine der wenigen guten Nachrichten, die bisher aus den Haushaltsberatungen durchgesickert sind. Denn die Special Olympics sind nicht nur Weltfestspiele alle 2 Jahre im Wechsel Winter- und Sommerspiele. Sie sind ein dauerhaftes Angebot inklusiven Sports von Menschen mit und ohne Behinderung. Es gibt regionale Wettbewerbe, landesweite Wettbewerbe. Zu den Weltspielen zu kommen, ist ein Weg, der nicht geprägt ist von Leistungsdruck, Dopingdruck, Kommerz, sondern von persönlicher Entwicklung, von Erfolgen, auch natürlich von Misserfolgen. In den Unified Teams kann jede und jeder mitmachen. Das ist ein toller Ansatz und es ist gut, dass er weiterläuft. Auch über die Gesundheitsberatung wurde hier schon gesprochen, die kostenlosen Untersuchungen. Das ist wirklich eine hervorragende Sache. Ziel muss sein, dass alle Sportvereine inklusive Angebote machen können in der ganzen Stadt, dass auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu Übungsleiterinnen ausgebildet werden, dass sie in den Vereinsvorständen mitwirken, dass inklusiver Sport zur Selbstverständlichkeit wird. Und natürlich ist es eine Vision, dass auch die großen Sportfeste eines Tages inklusiv ablaufen, dass es Leichtathletik-Weltmeisterschaften gibt, bei denen Sportlerinnen und Sportler mit und ohne Beeinträchtigung zusammenkommen, sicher in unterschiedlichen Leistungsklassen, aber gemeinsam. Es ist eine Vision, dass wir wegkommen von der Unterscheidung von richtigem Sport für Hochleistungsathletinnen ohne Behinderung und den Sonderveranstaltungen für Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen. Da bis dahin noch ein weiter Weg ist, sind Special Olympics, auch für die, ähnlich wie die Paralympics, wichtige Meilensteine, um Menschen mit Behinderung sichtbar zu machen, den Abbau von Barrieren und Diskriminierung zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und damit von uns allen zu erheben, Inklusion zu leben und damit Vielfalt und Unterschiede als Chance zu wertschätzen. Eines sind die Special Olympics aber ganz sicher nicht, eine Blaupause für Olympische Spiele in Berlin. Denn die Special Olympics sind eben kein profitgetriebenes Kommerzspektakel, bei dem der Sport nur noch Beiwerke sind. Sie sind kein Katalysator für Gigantomanie, Gentrifizierung und Zerstörung ganzer Stadträume, wie wir sie in London oder Barcelona besichtigen können. Und schon gar nicht wird Olympia 36 relativiert 100 Jahre später. Diese Nazi-Barbarei muss unvergessen bleiben. Und wir können uns vorstellen, was hier in 2036 los wäre, wenn hier Olympische Spiele wären. Das wäre ein Stelldichein aller Nazis aus der gesamten Bundesrepublik, vermutlich aus ganz Europa. Das sollten wir einfach sein lassen. Die Special Olympics haben auf den Strukturen aufgesetzt, die da sind. Sie haben die vorhandenen Sportanlagen genutzt und sind hoffentlich Katalysator für den barrierefreien Ausbau der vorhandenen und neu zu schaffenden Anlagen. Die Delegationen haben sich, das wurde auch schon gesagt, in über 200 Gemeinden in ganz Deutschland vorbereitet, was ja irgendwie das halbe Land mit einbezogen hat, was wirklich eine tolle Sache, ein tolles Gemeinschaftswerk, bei dem Sport, Gesundheit und vor allem Freude und Solidarität im Mittelpunkt standen. Lassen Sie uns den Schwung nutzen, Inklusion im Land Berlin voranzutreiben. Zusammen und schlagbar, das Motto der Special Olympics könnte auch ein Motto für die weitere inklusive Sportpolitik und die sportorientierte Inklusionspolitik in Berlin sein. Vielen Dank. Das war's.